Es gibt Pokémon wirklich, das ist so cool. Hallöchen, meine Lieben. Heute geht's für uns ins Schulbiologiezentrum. Und zwar weiß ich noch nicht genau, ob ich da was filmen darf. Aber wenn ja, dann werde ich es sehen. Wir haben es endlich gefunden, das Schulbiologiezentrum. Jonas, passt mal wieder nicht ins Bild. Ja, ich passe aber nie ins Bild. Das war echt schwierig zu finden. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht irgendwie an der Wohnung von Katja Krasavitz vorbeikommen, dass ich mal reinfilmen kann. Wer? Ja, Katja Krasavitz, YouTube-Bitch Deutschlands. Alter, die. Na, die wohnt ja hier an der Pferderennbahn. Deswegen habe ich gehofft, dass ich weiß ja auch, wie die Umgebung aussieht von ihrem Haus. Ja, unsere Exkursionswoche beginnt jetzt. Eine Woche lang ja. Action, Spannung. Wir haben ja vor einer Woche, waren wir ja schon in Weimar, das habe ich euch ja auch schon mitgefilmt. Und ja, ich weiß wie gesagt nicht, ob ich hier drin filmen darf, während der, ist es eine Führung? Nee, das ist ein Zimmer und du streichelst erstmal Stapelstrecken. Vor diesen Flüchtern bin ich letzte Woche weggerannt. Ja, dann irgendwelchen. Also das wird total lustig jetzt, Steffi hat Angst vor solchen. Aber am Ende gibt es Meerschweinchen zum Streicheln und Hamster. Guckt euch mal an, was Steffi heute anhat. Ich finde das total. Ich finde die Sonnenbrille total geil. Ja, wo hast du die her? Von Klings. Also ich bin jetzt auf Sicherheitsabstand gegangen, dass mich diese Dinger nicht ankrabbeln, das ist so ekelhaft. Ja, ist rein vegetarisch lebend, ernährt sich also nicht von Blättern, sondern eher von Früchten. Metalhead Vegetarier, wollen wir befreundet sein. Tschüssi Sebastian. Mach's gut. Was geht? Alter, weißt du, kennst du das Pokémon Pikachu da? Ja. Ich hab ein Pokémon gefunden. Pikachu. Und das ist so süß. Es gibt Pokémon wirklich, das ist so cool. Yo, was geht ab? Euch ja, zum Gesicht. Ja, wir sind jetzt fertig mit unserer Exkursion im Schulbiologiezentrum Leipzig. Am Anfang war es ziemlich widerlich mit diesen ganzen Stapelschrecken und Schnecken und Ungeziefer. Da komme ich irgendwie gar nicht ran. Auch wenn ich eigentlich Tiere mag, aber bei so Ungeziefer, da sträubt sich mir das Fell, keine Ahnung. Aber jetzt die Goldhamster und die Meerschweinchen, die waren ja schon ganz süß.
Und der, was war das, ein Leguan, oder? Ja. Ja, der hieß Sebastian. Die Chinchillas haben mich irgendwie an Picochilla, das Pokémon, erinnert. Also war schon ganz cool. Jetzt ist es kurz nach 12, wir haben jetzt Schluss. Und ja, was ist überhaupt unsere nächste Exkursion? Morgen Bewerbertraining. Morgen Bewerbertraining, da muss ich aber nicht mitschwimmen. Am Mittwoch ist ja dann die nächste Tag. Gehen wir in den Wald. Ja. Und halten unsere Vorträge und so. Mal gucken, was ich da noch alles mitfilmen kann. Ich weiß es nicht genau. Steffi und ich halten den zusammen übrigens über den... Stimmt, die sollten es langsam ausmachen, wer ja, was macht. Genau.